Ja, ich glaube, heute hat man einfach gesehen, dass die Mannschaft lebt, dass sie da ist, dass wir unfassbar Bock hatten, hier in diesem Stadion was mitzunehmen und sind mehr oder weniger ein bisschen schwieriger ins Spiel gestartet, hatten gute Chancen, wo wir eigentlich in Führung gehen müssen, kriegen dann den Rückschlag kurz vor der Pause. Aber die Mannschaft hat einfach weiter Gas gegeben und dann auch gezeigt, was in uns steckt und meiner Meinung nach auch verdient hier gewonnen. In Social Media könnte man eigentlich schreiben, Neubauer macht Neubauer-Dinge. War so ein klassisches Maurice-Neubauer-Tor, oder? Ja, würde ich sagen, ist eigentlich genau ähnlich wie zu meinem ersten Saisontor in Magdeburg. Kriegt den Ball, Fackel nicht lang, geht genau unten rechts rein, da wo er hin soll. Ja, war, glaube ich, auch ein wichtiger Zeitpunkt. Gerade auch dann danach, wo Joe noch reinkommt und das direkt das 2-2 macht. Und ich glaube, jeder, der heute reingekommen ist oder auch jeder, der auf dem Platz stand heute generell, hat dazu beigetragen, dass wir heute hier als Sieger vom Platz gehen konnten. Ja, ich darf auch emotional sein, es war ein toller Sieg. Wir haben schon gute Räume gefunden, wir hatten unsere Situation im Konter, mussten viel verteidigen, mussten auch mal die Breite verteidigen und Hereingaben nehmen, die der Gegner dann auch zum Teil eben gefährlich vors Tor gebracht hat. Aber wir hatten immer das Gefühl, wir konnten nach vorne kommen und dementsprechend sind wir dabei geblieben, dass wir nicht auf Fünferkette umstellen, sondern das so lassen. Und die Jungs vorne haben sich behauptet und jede Gelegenheit genutzt, um irgendwie einen Konter zu fahren und da sind oft gute Chancen bei rausgekommen. Und der Spielverlauf war speziell, weil eigentlich waren wir näher dran am Tor und es fällt das 1-0 für Pauli, es fällt das 2-1 für Pauli. Und dann bin ich total froh, wie die Mannschaft reagiert hat, weil sie zuletzt immer mal wieder nach Rückstand nicht ganz so dynamisch waren, wie ich das mir vorstellte. Die Wechsel waren dann gut, wir haben schnell auf 2-2 gestellt und dann war irgendwie das Gefühl, ja, heute ist ein besonderer Tag, heute geht was. Der Platz war super, Stadion ist toll, viele Fans von uns dabei, die uns angefeuert haben, die eine weite Fahrt auf sich genommen haben. Insofern war vieles toll, nicht nur fachlich, sondern auch emotional. Jetzt braucht man über das Millerntor eigentlich kaum noch Worte zu verlieren. Das ist so eine Kultstätte vom deutschen Fußball, muss man eigentlich wirklich so sagen. Hast du das heute richtig gemerkt während des Spiels, wie besonders das war, insgesamt die Stimmung hier? Ich glaube, für jeden hier besonders. Wir sind hier angekommen. Klar, jeder kennt den Verein, das Stadion ist was Besonderes. Und gerade wenn man dann so auf so einem geilen Platz spielen kann, macht es umso mehr Spaß, hier vor so einer Kulisse halt auch aufzulaufen. Ja, ist, glaube ich, wichtig gewesen, dass wir wieder die eigene Stärke gefunden haben, die uns ausgezeichnet hat über lange Zeit der Zusammenarbeit, dass wir wirklich mutig nach vorne spielen und trotzdem auch ordentlich verteidigen, auch wenn wir 3 Tore kassiert haben heute. Gegen St. Pauli ist das normal, weil die gut sind und Chancen sich erarbeiten. Ich hätte mir das letzte auch noch sparen können, dann wäre es ein bisschen ruhiger geworden, aber die Jungs haben nach vorne eben auch wieder Akzente gesetzt und ich glaube, für jeden Zuschauer ist das schöner, als wenn es ein 0-0 gibt wie gegen Magdeburg, wo wir sicherlich auch unsere Situation hatten, aber heute war von Anfang an klar, jeden Weg, den wir nach vorne gehen können, wollen wir auch nehmen. Es geht jetzt in knapp einer Woche weiter, ist schon sogar noch etwas weniger, Freitagabend schon. Ist es heute nochmal ein besseres Gefühl, ein besserer Sieg, wenn man das in so einem Spiel mitnimmt und dann vorblickt jetzt auf das Spiel gegen Schalke am Freitag? Ja, ich glaube, in den letzten Wochen, jeder hat mal irgendwo ein bisschen auf die Tabelle geguckt es ist halt unfassbar wichtiger Sieg heute gewesen und gerade jetzt nächste Woche kommt der nächste Knaller, wo sich jeder auch wieder drauf freut, Schalke zu Gast zu Hause, mehr braucht man eigentlich nicht sagen dazu.